Ich kann kaum noch sitzen. Bruder! Tifa! Mann, oh Mann, tut das gut, euch zu sehen. Hör auf, mich Bruder zu nennen. Bruder, ich bräuchte... Um was geht's? In letzter Zeit wurde es mir hier echt zu viel. Ich hatte schon meine Sachen gepackt und war drauf und dran ab. Als mir plötzlich mein ganzes Was habe ich auch für ein Pech? Warum immer ich? Ich bin ihr nachgelaufen, aber die war so schnell. Bitte hilf mir, Bruder. Der Täter war eine Sie? Danke, Bruder. Ja, eine junge Frau. Sie hatte schwarze Haare. Ganz hübsch. Und... Ja, genau. Kiri? Wo ist sie hin? In Richtung Kirche, glaube ich. Und ich hatte mich... Oh, der Alleskönner. Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein... Nun, durch meine Verbindungen zu Shin... nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shin, aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der der legendäre Meisterdieb von Sektor 5. Der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und? Wie sieht's diesmal aus? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du da? Naja, ich versuch mir... Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregende... Und was soll ich... Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich... Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Kiri. Kiri? Noch nie gehört. So ein schöner Name. Kann man glatt... Ein Freund von uns hat gesagt, dass du ihm sein... Ach, darum geht's euch nur. Ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Jetzt erinnere ich mich. Bist du nicht? Dieses Klatschmaul aus Sektor 5? Das könnte ich gewesen sein. Hatte mal so eine Phase. Aber sag mal, dieses Schwert kenne ich doch. Du bist der Alleskönner, von dem alle reden, oder? Du musst mir helfen. Shinra ist hinter mir her. Hast du die etwa auch beklaut? Nein, das war ein Missverständnis. Ich konnte... Und ich habe doch eh nur diesen einen blöden Schlüssel mitgehen lassen. Dafür muss man mich ja nicht gleich... Du hast also den Schlüssel geklaut. Ist das Ding so wichtig, dass ich das schon... Aber das wusste ich doch nicht. Bitte, Kiri. Gib unserem Freund zurück, was du ihm gestohlen hast. Und den Schlüssel kannst du mir geben. Vergiss es! Dann habt ihr, was ihr wollt und lasst mich an... Um Shinra kümmern wir uns. Versprochen, ja? Die Typen von Shinra sollten jetzt gerade am Kolosseum. Sie warten bestimmt auf mich, bin nämlich für ein spezielles Match dort überall angekündigt. Bist du verrückt? Quatsch, die können warten, bis sie blau werden. Ist ein Wunder, dass du nicht schon längst draufgegangen bist. Nehme ich als Kompliment. Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid.
Angeblich ist Corneo verschwunden. Champion, du, diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint... Wie wär's, Champ? Würdest du ihren... Kein Problem. Oho, ein Mann, ein Wort. Mit dir als Ersatzprogramm. Was machst du denn hier? Diese verlogene Diebin! Das muss ein Handlanger von... Kiri ist verhindert. Wir sind das Ersatzprovinz. Dann mache ich halt euch fertig. Schließlich habe ich mit euch auch noch eine Rechnung. Böses Blut zwischen den Kontrahenten im Racheengelkampf. Passt das Ding wie die Faust aufs Auge, werte Zuschauer? Und ihr Kampf beginnt jetzt! Ist erledigt. Shinra. Oh, echt? Oh, wunderbar. Hast du deine Lektion gelernt? Klar. Immer vorher gucken, wen man bestiehlt. Das war sie auf keinen Fall. Gut. Das wär's dann erstmal, oder? Ich müsste eben mal nach Hause. Stillgestanden! Oma, was machst du denn hier? Fräulein, du bringst mich noch ins Grab vor Sorge. Dank. Ihr seid verwandt? Hatte ich das nicht erwähnt? Dieser kleine Puck, wir haben die gleichen Augen. Komm, Kiri, stell dich nicht so an und gib ihnen den Schlüssel. Na gut. Übrigens, darf ich eigentlich auch wissen, wozu der gut ist? Schnüffel nicht immer so rum, Kiri. Kehr erst mal vor deiner eigenen Tür, bevor du... Sei nicht so fies, Oma. So schlimm bitte. Sag die, die alles klaut, was nicht festgenagelt ist. Selbst eine diebische Elster hat einen Ehrenkodex einzuhalten. Mach deinen Job gefälligst an, sonst kannst du dir aus dem Kopf schlagen, der nächste Racheengel zu werden. Warte mal, du bist... Und du bist von Avalanche. Ich kann deine Unruhe spüren. So viel ist noch... Mir geht es genauso. Ob Racheengel oder Avalanche, so verschieden sind wir nicht. Das sind nur unterschiedliche Namen für einen gemeinsamen Kampf. Jeder oder?
ist? Mein Portemonnaie! Hör auf, mich Bruder zu nennen. Danke, damit komme ich hier endlich. Du gehst echt? Tifa, halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Okay. Aber wenn du willst, dass ich bleibe, Tifa, und wir beide... Viel Glück, Johnny. Danke. Du wirst überall klarkommen, Johnny. Da bin ich mir sicher. Oh, Tifa, meine ewige Muse. Wenn... Also dann, Bruder, Tifa, wir sehen uns. Oh. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Nein, Corneo gehört mir. Wie? Bitte. Verstanden.
gnadenlos. Falsch gemacht. Damit wäre die Suche nach Cornelius Kronjuwelen wohl beendet. Und was machen wir damit? Könnte ziemlich lange dauern, bis wir einen Käufer finden. Wir sollten sie Male geben. Die kümmert sich um den Wiederaufbau der Slums von Sektor 7. Zuerst evakuiert wurden, sind sicher schon weiter. Oh, schön euch zu sehen. Das hier schickt der Racheengel. Das sollte uns beim Wiederaufbau von Sektor 7 helfen. Der Racheengel? Der Racheengel der Slums? Habt ihr ihn etwa getroffen? Nein, er hat uns die Sachen nur zukommen lassen. Na, sowas? Das ist ein wahrer Held. Ach, ich's vergesse. Das hier ist für euch. Könnt ihr sicher gut gebrauchen.